Unter neuem Namen startet eine dynamische Neuauflage des ehemaligen Bauherrenkongresses. Das Yard Forum feierte seinen Eingang unter dem Motto Treffpunkt neue Arbeitswelten in Anwesenheit von mehr als 150 Teilnehmern im Palais Wertheim. Spannend und modern in drei Blöcken unterteilt. Reflektiert haben wir auch im Bauherrenkongress immer schon. Aber Bauen ist halt mehr den Fokus sozusagen der Lösung des Gebäudes. Darum geht es heute weniger, sondern es geht darum, welche Wirkung ein Gebäude auf Organisationen, kulturell, organisatorisch, sozial und so weiter hat. Wir glauben nicht daran, dass man auch noch so erfolgreiche Büros oder Modelle von anderen kopieren kann und sollte. Man kann sich Inspiration holen, man kann sich Anregung holen, man kann sich auch Irritation holen. Aber der Prozess der eigenen Interpretation ist das Erfolgsentscheidende. Die Digitalisierung schreitet in allen möglichen Bereichen unseres Lebens immer weiter fort. Was für Auswirkungen sie auf Unternehmensstrategien haben, wurde im ersten Block der Veranstaltung anhand von Beispielen des österreichischen Silicon Valley-Auswanderers ausführlich erklärt. Wir sind ja in der Phase, wo man sagt, die Vergangenheit ist Vergangenheit, die können wir nicht ändern, aber die Zukunft haben wir unter Kontrolle. Und wenn ich nur rangehe an die Zukunft mit der Angst, dann versuche ich sie zu verhindern. Wenn ich aber rangehe mit der Vorstellung, ich kann sie ändern und da gibt es wahrscheinliche Zukünfte und bevorzugte Zukünfte, dann kann ich meine Zukunft designen. Welchen Stellenwert neue Arbeitswelten für ihre Mitarbeiter haben und die Architektur, die sie umgeben, wurde im Anschluss von Firmen gezeigt, die selbst die Veränderungsprozesse in ihren Unternehmen als auch in den jeweiligen Branchen, in denen sie tätig sind, begleitet haben. Wir haben jetzt gerade letzte Woche eine neue Produktionshalle eröffnet in Sindelfingen. Da fliegen die Drohnen drin rum. Da haben wir sozusagen eine nicht mehr bodengebundene Logistik. Das ist eine Bandbreite. Wir haben natürlich noch Produktion im klassischen Sinn. Wir sehen aber auch, dass Bürowelten anders gestaltet werden müssen, damit Menschen da drin wirklich gut arbeiten können. Egal wo ich bin, ich kann arbeiten, ich kann produktiv sein. Also die Technik ist nicht der limitierende Faktor, um mich produktiv zu machen, sollte auch das Ganze begleiten. Ich muss mir halt überlegen, was macht wie Sinn, ja? Wo bin ich konzentriert oder wo treffe ich Leute. Wir haben uns beim ÖMTC im Zuge der Projektplanungen für unsere neue Mobilitätszentrale ganz genau und gemeinsam mit allen Kollegen überlegt, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, welche Prozesse haben wir täglich, wie wollen wir zusammenarbeiten und wie müssen wir dazu unsere gemeinsamen Büroräumlichkeiten gestalten. Wir haben, um einige Beispiele zu nennen, ein komplett hierarchieloses Büro. Wir haben sämtliche Kommunikationsbarrieren aufgelöst. Wir sprechen nicht mehr von Arbeitsplätzen, sondern von Arbeitsmöglichkeiten. Die Reflexionsräume im zweiten Block boten einem Diskussionen, die durch die anwesenden Experten gehostet wurden. So hatte jeder Teilnehmer die Möglichkeit zu einer spannenden Gesprächsrunde, in der er sich aktiv einbringen konnte. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch den Auftritt des 16-jährigen Internet-Ureinwohners, der uns einen Einblick in digitale Ökosysteme gewährte. Was sich allerdings ändern wird, sind eben die Umwelten und die Ökosysteme. Viele denken dann auch immer, das, was wir gerade haben, müssen wir einfach nur verbessern und dort Computer hinstellen und Smartphones und dann haben wir die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist aber mehr ein Mindset als der Technologieteil. Zum Abschluss die Verleihung des Young Vision Awards. Hier wurden innovative Ideen und Zukunftskonzepte von 8- bis 10-jährigen Kindern ausgezeichnet. Sieger waren Kinder der Volksschule Rosenberg in Graz mit einem Alt macht neu Park. Wir haben Workshops durchgeführt, direkt in den Klassen und die ausgewählten Klassen haben eigentlich sehr wenig Vorgaben bekommen. Das Überthema war Dein Leben in der Zukunft. Sie sollten sich also vorstellen, nicht wie sie glauben, dass es wird, sondern wie sie möchten, dass es wird. Es gibt ja diesen berühmten Ausspruch, die Kinder sind unsere Zukunft. Warum soll man sie dann nicht gleich auch die Zukunft gestalten lassen?